Um eine Saite anzuzupfen, brauche ich zunächst mal einen Halt für den Daumen. Ich will im ersten Beispiel mal den Daumen auf dem Pickup ablegen, hier auf der Oberkante, und wir wollen die A-Saite anschlagen. Ich strecke jetzt den Zeigefinger aus und lege ihn von oben auf die Saite. Also wirklich von oben und nicht von der Seite. Der Finger ist ausgestreckt, nicht gekrümmt, wirklich ganz gerade. Dann wird die Saite leicht unter Druck gesetzt, so ein bisschen runterdrücken. Ja? Und jetzt ziehe ich den Finger, so wie er ist, ausgestreckt, ohne ihn zu krümmen, in Richtung Daumen über die Saite. Dadurch bekomme ich einen schönen, vollen, satten Ton. Und das machen wir natürlich abwechselnd mit Zeige- und Mittelfinger. Und der jeweils anschlagende Finger kommt auf der nächst tieferen Saite, in dem Fall auf der E-Saite, zum Liegen. Warum spiele ich so und nicht von der Saite? Das möchte ich euch jetzt demonstrieren. Ich könnte ja, wie ein Gitarrist das auch macht, die Saite so anschlagen. Das heißt, ich gehe in den Zwischenraum, tauche ein bisschen in die Saite ein und schlage so an. Ja? So würde ein Gitarrist das normalerweise machen. Der Unterschied ist, ich werde jetzt mal hier versuchen, so fest ich kann, von der Saite anzuschlagen. Ja, das ist schon relativ übertrieben. Und ich werde trotzdem nie denselben Effekt haben, als wenn ich die Saite von oben anspiele. Ich habe hier viel mehr Attack. Und der Attack ist natürlich wichtig, da wir ja ein Rhythmusinstrument spielen. Und ich damit die Anschläge möglichst hörbar machen muss. Sonst geht der Groove unter. Zum Beispiel im Zusammenspiel mit einem Schlagzeuger, der ja ordentlich Krach macht. Ja. Also immer von oben schön anschlagen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel zur nächsten Saite gehe, ja, also die D-Saite spiele, dann nehme ich den Daumen und lege ihn auf der E-Saite ab, so dass ich wieder nur eine Saite dazwischen habe. Zupftechnik ist die gleiche, also immer von oben schön. Ja, und wenn ich jetzt zur G-Saite gehe, würde ich den Daumen wieder mitnehmen.